Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Skull and Bones. Und wir haben noch ein Schiffchen auf der Liste. Ist mir aufgefallen, denn wir haben ja noch gar nicht gemeinsam gebaut eine... Oh Gott, ich muss es wieder nachlesen. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ich weiß es nicht. Komm, wir schauen nach. Wahrscheinlich habe ich das Schiff deswegen nie gemacht, weil ich immer wieder den Namen vergesse. Und deswegen... Padawakang, genau, das ist der Name des Schiffes, was wir jetzt bauen werden. Und hier haben wir einige Optionen zur Auswahl. Wie wir das Ganze machen. Wir sehen auch hier wieder, es ist Schiffstyp Angreifer. Und wichtig ist es natürlich, auf die Vorteile zu schauen, um ein Schiff immer um diese Vorteile drumherum zu bauen. Und da haben wir wirklich einige Optionen, wo man sagen kann, hey, ich mach's lieber so rum oder so rum. Erst einmal ganz kurz natürlich, kommen wir zum Bauplan. Wo kommt der her? Solltet ihr eigentlich haben, bekommt ihr automatisch durch die Storyline von der Dame in Tilok Panjara. Wenn ihr da die Questline macht, dann habt ihr im Questverlauf hier auf alle Fälle den Bauplan erhalten. So, wie gesagt, es kommt darauf an, was das Ding kann. Hier ansonsten schauen wir auch kurz auf die Materialien auch rüber. Da ist jetzt nichts irgendwie Besonderes dabei, was einem, ja... sag ich mal, hindert das Ganze zu bauen. So, Vorteile, detonieren. Explosive Treffer haben eine Chance von 70% eine Explosion auszulösen und erhöht sich auf 100%, ich habe es jetzt ein bisschen übersprungen, wenn das Zielschiff den Status im Brand hat, und erhöht Schaden gegen Gebäude um 50% und Waffenschadenradius um 12%. Und da wird es sehr, sehr interessant, wo dann die verschiedenen Alternativen herkommen, um das Schiff zu bauen. Jedenfalls meine Meinung, deswegen wie immer ganz wichtig, eure Kommentare dazu, ja, wie ihr sie baut, wo ihr sagt, hey, nee, ich finde das geiler oder ich finde das geiler, kann man sehr unterschiedlich machen. Ich habe sie jetzt auch schon wirklich sehr unterschiedlich gespielt und war jedes Mal zufrieden. Es ist da ganz schwer, da irgendwie wirklich ein Falsch zu finden. So, wir gucken drauf natürlich auf die Bewaffnung und bevor wir das machen, ganz kurz rein in die Werbung. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Silber, Items oder auch Boost für Skull & Bones, checke einfach MMOEXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODIE und es gibt nochmal zusätzlich obendrauf 6% Rabatt auf alle Bestellungen. So, und damit sind wir dann auch schon in der Schiffverwaltung. Ihr seht bei mir, Level 12 ist nicht so leicht zu erreichen bei dem Schiff. Ist nicht so leicht zu erreichen. Da muss man sich schon ein paar Sachen einfallen lassen. Trotzdem, wie immer, zuerst der Blick auf die Bewaffnung. Und wie gesagt, hier sind die Optionen ein bisschen mannigfaltiger. Man kann das Ding spielen wirklich mit Brandbombarde überall. Fertig aus, ne? Kann man machen. Ich mache es nicht so. Ich habe vorne die Dardanellenartillerie. Die Dardanellenartillerie, wie immer, vom Schwarzmarkt zu erhalten, ist wirklich schön. Und der Unterschied ist ja halt letztendlich eigentlich, bei der Brandbombarde macht man halt den Einzelschuss. Hier schießt man beide auf einmal ab. Deswegen auch nach vorne die Dardanellen, weil da halt nur zwei stehen, statt die drei an der Seite. Weil die drei an der Seite abzuballern, es macht einfach Spaß, ist meine persönliche Meinung. Gut, damit habe ich auch schon verraten gehabt. Letztendlich, wenn wir an die Seite schauen, dann haben wir hier einmal natürlich Brandbombarde 3. Und dann gucken wir noch ein weiter runter, dann haben wir da wieder eine Brandbombarde 3 und dann gucken wir nach hinten und dort sieht man auch schon automatisch hier von der Optik, das ist keine Brandbombarde. Wenn ich jetzt hier wieder eine Brandbombarde 3 hinstelle, dann bleibt mein Schiff Level 11 und soweit ich mich erinnern kann, gab es nochmal für den Schiffslevel auch nochmal einen Schadensboost obendrauf und den möchte ich ungern vermissen und... Es kommt halt auch auf den Verwendungszweck an. Ich habe nämlich hier Mons Mac 3 genommen. An dieser Stelle, weil Schaden gegen Gebäude wird um 50% erhöht. Haben wir hier nochmal bei Mons Mac. Also für die Belagerung könnte man auch letztendlich, wenn man möchte, fast überall, ja, sage ich mal, Mons Mac installieren. Ist dann nur doof gegen Schiffe. Ne? Gegen Schiffe ist es halt dann trotzdem schöner, die Brandbombarden zu haben. Deswegen dann hier einfach auf das Heck. Die Mons Mac, das ist ja auch immer, wenn man eine Festung einnimmt, meist hat man ja so relativ, sage ich mal, seinen Stand. Oder ihr könnt das Ding auch, sage ich mal, genau, was ich ja immer eigentlich mache, nach hinten packen und an eine Seite packen, um dann halt immer ja, mit einem leichten Drehen zwischen diesen beiden Abschussvarianten zu wählen. Und dort dann halt massiven Festungsschaden zu machen. Das ist vor allem ganz, ganz wichtig bei den hohen Festungen, wenn man da ganz schnell die Türme weghaben will, dann macht das natürlich Spaß, das Ganze zu machen. Deswegen bei mir Mons Mac 3.
Und wie gesagt, mit Brandbombarde hinten wäre ich auch nur ganz kurz vor Level 12. Dann, ebenso, seitdem sie die Raketen verbessert haben, wir wollen schießen gegen Gebäude. Schaden gegen Gebäude wird um 50% erhöht. Das chinesische Pulver macht in meinen Augen wirklich Sinn. Statt wie immer den Leopold 3 zu nehmen. Der Leopold 3 ist natürlich ein tolles Ding und vor allem ist er explosiv. Das wäre ja auch wieder ja, zu unseren Schiffsvorteilen praktisch. Also auch da ist es so ein bisschen natürlich, wo setze ich das Ding ein, ob ich hier Leopold 3 nehme oder das chinesische Feuer. Das ist da auch, wie gesagt, wieder euch überlassen. Aber beides passt wirklich sehr, sehr gut auf das Schiff. Damit haben wir hier die Optionen durch und ich denke mal, die wichtigen Sachen habe ich gesagt. Auch, achso, Mons Mac 3 sollte ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Auch da bekommt ihr dann den Bauplan ganz normal auf dem Schwarzmarkt und auch nur für Achtermünzen. Ne? Nur für Achtermünzen müsst ihr nicht irgendwie Besonderes ausgeben. Das chinesische Pulver 3 gab es auch auf dem Schwarzmarkt. Ne? Da bin ich mir jetzt, gucken wir nochmal ganz schnell rein in den Codex. Ich glaube aber schon, dass ich mir da ziemlich sicher sein kann, dass dem so war. Aber sicher ist sicher, auch wenn ich die Währung dafür jetzt natürlich aus dem Kopf auch nicht weiß. Hilfswaffen, Rakete. Ach, steht ja bei mir gar nicht mehr drin. Na gut, okay. Haben wir kurz reingeschaut. Lindwurmatem wird benötigt, also das riecht für mich definitiv nach Bauplan vom Schwarzmarkt, denn da müssen wir dann halt auch eventuell noch Lindwurmatem kaufen für Achterstücke oder halt es erfarmen. Ganz genauso wie für Mons Mac. Da brauchen wir Ork-Schraubgehäuse oder irgendeinen Schmarrn. Und auch das müssen wir dann auf dem Schwarzmarkt kaufen. So, damit aber genug von den Waffen, kommen wir natürlich rüber zur Panzerung. Zur Panzerung finde ich persönlich weiterhin, dass es nur eine gibt. Ist einfach so. Panzerung, so. Schwarzer Prinz wie immer. Schwarzer Prinz wie immer. Es ist einfach eine wunderbare Sache. Das Einzige, was man machen könnte, und zwar bei den Vorteilen ist es ja so, wenn unser Rumpfzustand unter 50% ist, kriegen wir ja, 33% weniger Schaden. Wenn wir jetzt alternativ, kann man machen. Ich finde aber, also es ist ja der Moment, wo ihr sagt, okay, den schwarzen Prinz, der kostet Sovereign, die habe ich nicht über. Dann könnte man sagen, okay, ich nehme den königlichen Verwalter. Denn wenn ihr dann durchgehend pimpt mit Reparaturkit 1. Nach Verwendung eines Reparatursets habt ihr 12 Sekunden eine erhöhte Panzerung um 35%. Und da das ja, Reparaturkit 1 ja ready ist, alle 20 Sekunden, habt ihr also 8 Sekunden lang halt nicht die erhöhte Panzerung, den Rest der Zeit schon, während halt der Schwarze Prinz nur dann zur Geltung kommt, wenn der Rumpfzustand unter 50% liegt. Aber ansonsten ist der Schwarze Prinz einfach die bessere Rüstung und deswegen würde ich den Schwarzen Prinzen nehmen an dieser Stelle. Und damit kommen wir auch schon rüber zum letzten Part zur Ausstattung. Ausstattung haben wir hier mehrere Dinge eingebaut. Zum einen ganz, ja, ganz typisch mittlerweile die Verwertungsstation. Auch wenn wir hier keine Zamzama nutzen, wodurch wir öfter einen Mannschaftsangriff bekommen. Trotzdem ist es halt immer wieder schön, Rumpfzustand herzustellen im Gefecht durch die Verwertungsstation und deswegen kommt die wieder mit an Bord. Und dann haben wir einmal Schleifsteinbombarde, um die Projektilgeschwindigkeit von den Bombarden zu erhöhen. A macht das Zielen leichter, ja, obwohl B ist es einfach mehr DPS, ne? Weil wenn die Projektilgeschwindigkeit schneller ist, dann ist halt die Bombarde schneller und mit selben Schaden schneller bedeutet mehr DPS. Und damit kommen wir zum Pulverhaus und hier erhöhen wir den Wirkungsbereich nochmal. Das Pulverhaus habe ich jetzt wirklich das erste Mal drin und ja, das lohnt sich, den Wirkungsbereich zu erhöhen. Nochmal um 10% ist jetzt vielleicht auch gerade beim neuen viel zu schweren Boss eine gute Angelegenheit, dass ihr einfach mehr Flächenschaden nochmal hinzubekommt. Aber wie gesagt, gerade gegen Gebäude gibt es dann auch nochmal 10% mehr Radius, obwohl man den bei Gebäuden auch wiederum nicht so wahnsinnig braucht. Ich finde es aber eine gute Wahl. Und dann weiter alternativlos die Pläne der La Potenz. 10% mehr Schwachstellenschaden sind 10% mehr Schaden, fertig aus. Also da gibt es keinen Weg dran herum. Und das ist mein schönes Schiff, deren Namen ich jetzt schon wieder ganz weit hinten in meinen Gehirnbinden irgendwo habe verbuseln lassen. Die Pada, wie nennen sie die Pada?
Und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Ansonsten ist es halt, wie gesagt, vom Schiff her, von der Rumpfstärke, ich habe gar keine Raketen an Bord, sehe ich gerade. Gut, dass ich das hier gerade mache, bevor ich nochmal in See steche. Meine Raketen sind alle. Und deswegen nehmt da auch viel mit, ne? Wirklich nur mal so als Tipp, ne? Also, weil die Raketen machen einfach Spaß, die haut man raus. Deswegen nehmt die auf alle Fälle mit. So, und das war es dann auch schon bereits fürs Schiff. Wir haben alles eingebaut. Ich denke mal, ihr werdet damit in dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden sein. Wie besonders gegen Festungen macht das wirklich Spaß. Der Bomber. Ach, da unten in der Ecke steht doch der Name Gulli. Palle Wakang. Oh, und ich schaue extra in Kolex vorhin rein. Naja, das war's von mir. Ich danke fürs dabei sein. Denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Ihr verpasst weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Gulli.